Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Miss Survival in Staffel 5. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin schon auf dem Weg wieder Richtung der Western Town. Das hat man ja alles schon gemacht. Das hier oben hatten wir auch schon gemacht, ne? Ja. Nur habe ich einen Hinweis von euch bekommen, dass wir hier wahrscheinlich ein Deko-Artikel vergessen haben, aber es ist jetzt natürlich da oben. Ich weiß nicht, ob das der gemeint ist. Ja, man kann hier auf jeden Fall moven. Aber irgendwas war mit oben. Hoffentlich kommt man da ran. Kann natürlich sein, dass noch was anderes gemeint ist. Aber auf jeden Fall trotzdem vielen Dank für den Hinweis. Ja, wir haben in der letzten Folge ganz schön viel Dekoartikel mitgekriegt, ne? Hab das jetzt alles nach Hause geschafft. Unser Truck ist soweit wieder leer. Ja, das wollte ich nicht machen. Und habe mir auch schon die Zeit genommen. Und habe mal ein bisschen unsere Diana als Wächter aufgebaut und auch die Schädel schon mal verteilt. So. Achso. Dann ist mein Truck wieder losgerollt. Und natürlich, wenn der von alleine losrollt. Egal, dann lass das jetzt so. Bleibt das alles, was da drauf ist, natürlich in der Luft hängen. Dann stecke ich dich jetzt hier so rein. So. Gut. Den können wir nicht auseinandernehmen, weil der ist ja schon kaputt. Ja. Aber von Deko-Artikeln haben wir richtig viel mitgekriegt, ne? Hier hängt noch einer. Vielleicht meint er auch den. Haben wir einige hängen lassen, ne? Oh. Okay, wir können das aber behalten. Waren wir hier? Wir waren hier schon. Das sagt mir was. Du musst ja wirklich hier aufpassen, ey. So, dann hast du die Idee, auch so einen Schädel einfach mal an die Hundhütte anzubringen. Aber das geht leider nicht. Na gut, dann nehmen wir dich auch noch mit. In den anderen Gebäuden gucken wir jetzt nicht, ne? Das, denke ich mal, wird dann auch reichen. Wenn der überhaupt mitkommt, ne? Ansonsten, wir sind hier eigentlich relativ gut durch. Ja, komm, weiter geht's, damit wir auch noch ein bisschen was erleben. Weiter geht's noch mit der Westernstadt. Ich würde trotzdem mal hier kurz das Zwischenspeichern machen. Leo, der springt überall rum, bloß nicht, wo er soll. Und hier ist die Westernstadt, ne? Direkt voraus. Haben wir auch auf der rechten Seite noch Gebäude. Und hier hatten wir ja, glaube ich, auch diese Seekers, ne? Die mit diesen komischen Fangarmköpfen. Ja, da läuft einer. Und da ist noch einer. Gut, ich würde mal sagen, weil mich doch sehr diese Polizeistation interessiert, fangen wir hier an. Unser Auto in Position. Ich hoffe nicht, dass diese Sieger jetzt sofort kommen. Sonst haben wir ein Problem. Der war schon damals leer, ne, wo wir geguckt haben. Natürlich ein bisschen aufpassen. Was habe ich denn für Waffen dabei? Ich habe schon wieder meine Schruzi. Wo ist meine Schruzi gelandet? Habe ich die nicht mit eingepackt? Das wäre jetzt richtig blöd. In die Westen möchte ich nicht. Ich möchte gerne in den Koffer kommen hier. Oh, ich habe die Schrotzi nicht eingepackt. Hab ich die weggeräumt? Das wäre ja mal richtig doof gelaufen. Oder sieht hier jemand? Ja. Ja, alles anders. Ach, hier habe ich. Oh.
Ich sag gar nichts, dann nimm alles zurück. Wollte schon sagen. Gut. Ich glaube, ich höre die, ne? Da hinten läuft einer. Das ist eine Kirche hier, ne? Sieht schon cool aus, aber mit diesen Seekers, schwierig, ne? Hier gibt es einen Spind, Leute. Sehr gut. Munition. Und auch Lockpick müssen wir haben. Dann machen wir das damit auf. Equip gleich. Das ist Waffen. Ja, gut, sehr schön. Ich schaue das hier mal alles rein, ja. Den nehmen wir definitiv mit. Ich hoffe, wir kriegen den so hier raus, ne? Sieht gut, aber gut aus. Bis die Frage. Ein bisschen runter, ja. Ob der überhaupt noch bei uns auf dem Pickup passt. Munition, okay. Das brauchen wir nicht. Zigarette brauchen wir auch nicht. Das nehme ich. Das nehme ich auch immer gerne. Und das war's schon, oder was? Sieht sehr schick aus, aber relativ wenig, ne? Okay. Scheint alles sauber zu sein. Mal hier trotzdem mal einen Sicherheitsspeichern. Da läuft schon wieder der eine. So, den haben wir, glaube ich, noch nie erlegt, ne? Ich habe keine Ahnung, wie viel der braucht. Beziehungsweise wie viel der schluckt. Was haben wir hier die Schädlinge platziert? Komm, ruf den mal raus hier. Oder den oben drüber. Und das hier dran. Da ist einer. Gucken, ob das klappt. Das scheint zu klappen, ne? Kriegen wir die darüber gelockt? Oh Gott. Wir stehen durch die Tür. Das wollen wir auch nicht, haben wir erst weggeschmissen. Hä? Leo ist einfach da. Wo ist der? Ist er gedispawnt?
Leo, such. Hä, wo ist er hin? Der ist weg, ne? Da hinten ist er auf einmal. Warum auch immer. Moment, lade nach. Oh Mann. Ich glaube, in der nächsten Folge sind wir hier immer noch, ne? Und dann können die natürlich auch wieder gespawnt sein. Hi. Okay. Ein letztes Aufbauschen, wenn du dann noch mal triffst. Siegerclaw. Das sieht nicht gesund aus, mein Freund. Guck dich die Hände an, ey. Also so richtig. Wenn wir ja immer hier sind. Ja. Flasche habe ich übrigens aufgeräumt. Ging genau auf. Mit den Bierkästen. Jetzt haben wir wieder eine. Ohne diese Kästen. Also die Flaschenkästen. Falsche, aber diese Kästen. Hier kommen Zigaretten. Die könnt ihr alle behalten, ey. Ist auch wie so eine Post hier, ne? Ich glaube, einen gibt's noch. Mit den Hunden können wir uns da drüben frei bewegen. Dann können wir das die Seite machen. Dann können wir die hier morgen in Ruhe machen. Oh, oh, oh. Schade. Zu früh gefreut. Dachte schon. Doch zwei gesehen. Das ist noch so ein Kasten. Vielleicht kann man den aufheben. Schwingtür, halte die auf. Wo ist der zweite hin? Oh ja, lässt sich bewegen. Noch ein Indianer. Dann ist jetzt aber hier stehen, ne? Ich hab schon zwei als Wache, du. Zahnrad, sage ich nicht. Nein. Hier wieder ein Haufen Flaschen, ne? Da kann man es denn. Hä? Wo hab ich das gesehen? Ach, draußen, ne? Ist der zweite jetzt weg? Sieht schon geil aus, ne? Also. Sehe keinen mehr. Jetzt höre ich ihn doch. Shit. Komm ich hier rüber? Da unten ist er. Abschuss.
kommst du denn jetzt her? Erwischt den von hier aus aber auch nicht. Feuertesten sollen. Ich hoffe, der kommt jetzt hier nicht rein. Bitte nicht, bitte nicht. Warte. Oh, die Kiste ist. Oh, yes. Oh. Ein Scope. Für was? 265 auf Scope? Ja gut, Flaschen. Noch eine Flasche. Nehmen wir mit. Da haben wir auch so wieder was, ne? Ach, ich lasse die Schädel hier. Ey, bin ich jetzt hier? Wie viel Kisten wir hier haben, die wir mitnehmen können? Ja, bleib mal entspannt, ich mal. Da kommt. Huh. Schick mal die Fratze durch. Nicht wieder abhauen? Da drüben, ne? Warum auch immer. Im Hotel. Wahrscheinlich den Gästen nach auf mir. Krabbelt wieder sofort da drüber, ne? Was hat denn der für ein Problem? Ich weiß nicht, ob wir den treffen richtig. So, noch einmal treffen und dann war's das, ne? Nee, noch nee. Was gemacht? Der hat ein bisschen mehr als gebraucht, ne? Boah. Oh, der schüttelt's. Da schüttelt's dann aber richtig, du. Okay. Jetzt ist gesäubert. So. A rare piece from a mutant? High value in exchange. Kann man damit handeln? Wäre krass, ne? Wäre krass. Hier hau das hier rein. So. Next one. Was haben wir denn hier so schönes? Hier
Jetzt müsste es ja gewesen sein. Ich mache trotzdem sicher speichern. Sattel können wir natürlich nicht. Die Kiste war da drüben, ne? Ne, die Kiste war hier drüben in der Ecke, in der Bar. Natürlich nicht vergessen. Sehr gut. Sehr nice. Ich würde sagen, alles, was Kisten und so rangeht, sammeln wir irgendwie erstmal. Ja? Ich denke mal, das wird nicht die erste und nicht die letzte sein. Das ist sowieso schon die zweite. Hier eine Pistole. Das wird auch nicht die letzte sein. Denn hier ist klar, ich kann den Fisch mitnehmen. Jetzt bin ich erschrocken. Halleluja. Ja. Da ist ein Schwertfisch, ne? Aber der lässt sich irgendwie richtig komisch moven. So. Gut, dann geht's weiter. Handschuhe. Munition. Papier. Sehr gut. Ja, das sind diese kleinen Zweierslots. Kisten, die würde ich diesmal einfach ignorieren, ne? Beziehungsweise könnte man sie maximal... Ja, wir müssen jetzt eh gucken, wie wir das dann am Ende machen, ne? Ich könnte ja dann maximal... Munition! Da liegt noch eine Kiste, sehe ich gerade. Hier gibt es richtig viele Kisten. Das Movement hier ist echt katastrophal geworden. Es war am Anfang schon nicht so schön. Aber ich finde, es ist irgendwie noch schlimmer geworden. Nee, nee, nee. Ich würde das gerne hier hoch haben jetzt. Jetzt geht es wieder runter, ne? Gut, dass man das da so irgendwie hinsetzt. Wenn es das überhaupt mitnimmt dann, ne? So. Ah, ihr seht schon, wir werden hier noch eine ganze Weile verbringen. Das ist katastrophal. Das heißt, es kann sein, dass wir dann bei der nächsten Folge die Seekers... Noch so eins. Aiming Laser. Das sind doch solche Waffenmodule, solche Aufsätze, die man haben, drauf machen kann, ne? Wochenküste. Wir tragen alles zusammen, was geht. Das hat man. Das war jetzt Stoff, ne? Stoff brauchen wir definitiv keinen mehr. Das haben wir. Hier geht's nicht durch. Da ist nur eine Luke noch offen. Warum geht hier so eine Luke? Wir kommen da nicht. Gut. Dann haben wir das. Leo, tu mir den Gefallen, tu nicht so hächeln, so komisch. Sehe ich, hier steht ein Seeker um die Ecke, ey. Wenn ich hoch. Das könnte man abbauen, ne? Aber. Fürs Erste erstmal nicht. Den können wir move'n, sehr gut.
Haben wir noch Papierkästen dabei? Das werden einige werden. Sag mal, Bierkästen, Flaschenkästen halt, ne? Ihr wisst, was ich meine. Dann würde ich sagen, wir gucken uns das Haus hier noch an. Weil ich sehe schon, die Zeit ist schon längst wieder ran. Noch ein Schlauch. So ein Kasten. Wir sind einige. Wir nehmen mit, was geht, ne? Dann können wir die Flaschen rausschmeißen aus dem Spind. Beziehungsweise, ich glaube, ich habe alle mittlerweile schon draußen. Und die, die wir jetzt neu sammeln, können wir dann hier wunderbar einsortieren. Auch mal eine andere Art der Ordnung, ne? So, hier hinten waren wir, ne? Sehr gut. Cat. Zum Anzünden. War doch gerade, ich hab's da gesehen. Da. Zack. Und es geht nach oben. Batterie und Schraubenzieher. Enter Passcode. Das heißt, wir brauchen auch noch einen Code dazu. Versteckt sich dahinter etwa ein weiterer NPC, die wir hier befreien können? Was braucht man? Ne, mit Code? Sieh mir doch lieber vor, ist aber die Waffe, ja. Hab ich bis jetzt noch nicht entdeckt. Eine AK. Na, AK. Okay. Die sagt dazu jetzt nichts, ne? Hier haben wir noch einen Koffer, sehr schön. Ich nicht nein. Aber wo ist der Code dazu? Batterie haben wir im Auto, das ist nicht das Problem. Okay. Yeah. Sag ich nicht nein. Wie sieht's aus? Einen brauchen wir noch. Na, das ist ein gutes Versteck hier. Guck jetzt bloß hier wegen den. Wenn wir das jetzt nicht finden, müssen wir mal in der nächsten Folge in Ruhe gucken. Das ist immer so ein Portemonnaie, was aufklappbar ist, ne? Noch ein Koffer.
Was ist das denn raus? Munition nehmen wir natürlich sehr gerne. Problem, ob wir jetzt hier rauskommen. Daran haben wir jetzt nicht gedacht. Oh shit. Ja, das ist ja doof. Oh, wir haben auch nichts zum Zerlegen, ne? Das heißt, ich müsste speichern. Wir haben es geschafft, Gott sei Dank. Huh. Gut. Passcode sehe ich hier trotzdem keinen. Den brauchen wir aber, um da die Tür zu öffnen. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir in der nächsten Folge, ob wir den finden. Batterie setzt sich erst ein, wenn wir natürlich diesen Code gefunden haben. Gucken wir morgen hier nochmal in Ruhe nach. Und dann gucken wir mal, was hinter der Tür ist. Vielleicht haben wir hier einen weiteren NPC hinter der Tür. Wäre natürlich schön. Warum sollte man sonst das so absperren, ne? Hier steht auch nichts weiter. Ja, wir brauchen diesen Code. Oder der versteckt sich noch irgendwo anders. In einem anderen Gebäude. Kann natürlich auch sein. Das hoffe ich natürlich, dass wir das dann morgen rausfinden werden. So. Koffer slide noch nach unten. Gut. Dann schmeißen wir den jetzt nach hinten raus. Und dann würde ich sagen, war das mal eine neue Folge von Mist Survival in Staffel 5 in der Westernstadt. So drei Gebäude so richtig haben wir geschafft. Zwei Seekers. Oder wie die hießen? Ich glaube, die hießen Seekers oder so. Haben wir erledigt. Davon vier Arme gekriegt. So, es kann sein, dass, wie gesagt, in der nächsten Folge wir erstmal wieder gegen die ankämpfen müssen. Weil aus zeitlichen Gründen ich jetzt die Aufnahmesession pausieren muss, beziehungsweise beenden muss und dann morgen quasi eine neue starten werde. Und dann kann es natürlich sein, beziehungsweise wird es, denke ich mal, so sein, dass die dann wieder gespawnt sind, wenn ich das hier, den Spielstand, geladen habe. So, zusammen mit euch noch Säfchen machen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, fürs Reinschauen und verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.